Hi, what's up my fellow fitness freaks und willkommen zu einem weiteren Workout. Heute machen wir ein bisschen Oberkörpertraining mit Hanteln. Meine haben 3 Kilo jeweils. Es geht aber auch mit ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen weniger. Schaut einfach, was ihr da habt, was euch passt. Und ja, dann lasst uns mal loslegen mit dem Warm-up. Wir machen hier diesen typischen Step-Touch, den ich immer so gerne mache zum Warm-up, ja. Um sich ein bisschen zu bewegen, das Blut ein bisschen zum Fließen zu bringen. Also es fließt ja so oder so, aber ne, ihr versteht, was ich meine. Und wenn ihr die Warm-ups, die ich hier mache, zu kurz sind, dann könnt ihr auch immer meine einzelnen Warm-up-Videos machen oder einfach, weiß ich nicht, ein paar Jumping Jacks extra zu eurem Favorite-Song tanzen. Ne? Da gibt es 1000 Möglichkeiten, um warm zu werden. So, dann jetzt einmal Leg Curls, also die Hacken mal so zum Po bringen und weiter von einem Fuß auf den anderen steppen. Step and step and step, step, step. Hier ist es gerade schön warm, deswegen braucht man eigentlich auch nicht so ein krasses nicht so ein krasses Warm-up hier. Aber ja, ein bisschen aufwärmen muss immer sein. Okay, so als nächstes haben wir High Knees, also die Knie hoch und hoch und hoch und hoch. Hoch und hoch und hoch und hoch. Das Workout ist auch nicht super lang, ne? Das kann man gut einfach irgendwo dazwischen squeezen. Und ja, ne? Ich hoffe auf alle Fälle, euch gefällt's. Wenn ja, dann schreibt das gerne in die Kommentare, lasst ein Like da. Oder subscribed, wenn ihr das noch nicht getan habt. Okay, dann einmal hier auf der Stelle marschieren. Die Arme nach hinten kreisen lassen. Wir müssen die Schultern ja auch, die Arme nach hinten kreisen lassen, die Schultern meine ich. Wir müssen ja den Oberkörper aufwärmen. Und andersrum. Dann mal so öffnen und schließen, quasi so einen runden Rücken, oder so einen, keinen runden Rücken, also den Rücken so archen, die Brust öffnen und dann einen runden Rücken machen und schließen. Und hab so eine kreisende Bewegung. Da hatte ich gerade Probleme, das Ganze zu erklären und wie ihr merkt, ich verfalle immer noch so halb ins Englische, wenn es um so Fitness-Sachen geht. Und hab Ellbogen mal kreisen hier. Also die Arme so auf der Schulterhöhe haben und dann die Ellbogen in eine Richtung kreisen und in die andere. Hände nach vorne, die Handgelenke in eine Richtung kreisen lassen. Wir können weiter hier vom einen Fuß so leicht auf den anderen steppen und in die andere Richtung. Hände mal öffnen und schließen. So, und damit wären wir meiner Meinung nach gut genug aufgewärmt. Greift eure Gewichte. Wir fangen mit ganz basic Curls an. Also die Arme erstmal hier an der Seite, Handflächen zeigen nach vorne und Curl hoch und runter. Und das Ganze langsam und kontrolliert machen. Wichtig ist, wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen von der Seite an. Wir heben nicht den Ellenbogen hier an, die Arme wackeln nicht rum. Nein, die Ellbogen oder der Oberarm bleibt am Körper, bewegt sich eigentlich so gut wie gar nicht. Und wir bewegen quasi nur den Unterarm vom Ellbogen aus. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und 10. 9, 8, 7, 6, 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Jetzt mal die Handflächen zueinander drehen. Wir machen Hammer Curls. Schultern nochmal nach hinten rollen und runter, dass wir die richtige Position haben, ne? Weil wir wollen nicht hier oben mit den Schultern sein. Und Hammer Curls, also das gleiche wie eben, nur eben zeigen jetzt die Handflächen zueinander. Schaut euch das von der Seite an. Und wir brauchen jetzt bei dem Workout nicht allzu viele Reps machen,
Weil wir eigentlich ein bisschen schwerere Gewichte haben. Ne? Also klar, kommt man darauf an, was man gewöhnt ist. 3 Kilo ist jetzt für manche Leute vielleicht leicht. Ich finde, 3 Kilo ist schon ganz ordentlich, je nachdem, was man macht. Also für Armtraining ist es gut. Bei Frauen, bei Männern besser ein bisschen mehr nehmen. Aber wenn man sonst hier mit Hanteln arbeitet, kann man das Workout auch locker mit 2 Kilo oder 1,5 Kilo Hanteln machen, um erstmal reinzukommen. Aber wie gesagt, wenn man öfters mit Hanteln was macht, dann gerne auch 3,5, 4 Kilo, 5, 6 als Mann. Ja, das kann man alles locker machen. Und 10, 9, 8, 7, 6 und 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Und jetzt mal die Arme hier zur Seite bringen, also nach oben bringen. Jetzt machen wir Shoulder Presses, also die Arme ausstrecken und runter und ausstrecken. Shoulder Press, ne? Wir pressen quasi mit den Schultern nach oben. Und press. Press. Puh, ich merke schon, dass ich ins Schwitzen komme. Ich habe aber vorher schon ein bisschen Workout gemacht. Und wie gesagt, es ist ordentlich warm. Ich glaube, es sind 30, 32 Grad. Da schwitzt man schon, wenn man sich so ein bisschen bewegt. Hoch. Und hoch. Und hoch. Und 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4 und 3 und 2 und 1 und runter. Mal die Arme hängen lassen, vielleicht ein bisschen von links nach rechts drehen. Ihr könnt gerne mal die Hanteln ablegen. Und so ein Forward Fold hängen, von einer Seite zur anderen schwingen, vielleicht so eine leichte 8, so liegende 8 mal, also so ein Infinity-Zeichen quasi. Ein Bein beugen, das andere, sich so ein bisschen bewegen. Dann wieder die Hanteln greifen, hochkommen. Und jetzt kombinieren wir die 3 Sachen. Und zwar machen wir eine normale Curl, eine Hammer Curl und dann hoch und Press. Und das Ganze könnt ihr natürlich einfach in dem Tempo machen, in dem ihr wollt. Ne? Ihr habt da gar keine Eile, macht das so langsam oder so schnell, wie ihr wollt. Und Curl und Hammer Curl. Und Shoulder Press, wenn ihr es in meinem Tempo macht. Ansonsten seid ihr vielleicht gerade an einer anderen Stelle. Wenn ihr leichtere Gewichte habt zum Beispiel, also ihr habt nur leichte Hanteln da, dann ist das Workout auch super effektiv, wenn ihr einfach alles ein bisschen schneller macht. Ne? Das ist dann, das kompensiert dann dafür, dass die Gewichte ein bisschen leichter sind. Da macht man dann ein paar mehr Reps in derselben Zeit. Und hoch. Und nach der Wiederholung machen wir nochmal nur die normalen Curls, bleiben also unten jetzt und einfach nur Curl und Curl. Und 8, 7, 6 und 5, 4 und 3 und 2 und 1 und jetzt 10 Hammer Curls. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und 10 mal Shoulder Press. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 und 10. Und jetzt einmal hier auf der Höhe bleiben und so ganz kleine Bewegungen hoch und runter machen. Wir bleiben auch nicht lange, das sind so kleine Bounces. Einfach kleine Bounces hier, mehr oder weniger auf Schulterhöhe. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2 und 1. Und einmal die Gewichte runter tun. Wenn ihr durstig seid, so wie ich, dann gerne einmal einen Schluck trinken. Leicht auf der Stelle lachieren. Jetzt haben wir schön den Bizeps trainiert damit. Ich merke auch, mein Bizeps ist auch ein bisschen am Brennen. Und dann wenden wir jetzt den Trizeps zu, das ist der hintere Armmuskel, Oberarmmuskel. So, dafür greift euch wieder eure Weights. Bringt die so zusammen über den Kopf und dann runter und hoch. Runter und hoch. Und auch hier bewegen sich die Oberarme eigentlich kaum. Ne? Die Bewegung ist quasi vom Ellenbogen aus in den Unterarm, im Unterarm. Und ich presse hier die Weights ein bisschen zusammen. Ihr könnt die auch auseinanderhalten, die Weights, das geht auch. Wenn ich das mache, dann ist man so ein bisschen wobbly, deshalb habe ich hier mal gerne aneinander gepresst. Ja, ist aber up to you. Wenn ihr die vernünftig halten könntet, ohne die einander zu pressen, oder halten könnt, ohne die einander zu pressen, dann gerne das auch tun. Und 10, 9, 8, 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Runter kurz, ausschütteln. Dann machen wir jetzt Tricep Kickbacks, dafür so leicht in die Knie kommen. Mit geradem Rücken ein Stück nach vorne gehen, je nachdem wie schwer ihr es haben wollt, so weit nach vorne geht ihr. Ellenbogen wieder hier an der Seite und dann strecken wir den Arm und strecken und strecken. Streck und strecken. Und strecken. Und wenn ihr die Übung raus habt, dann verdreht nicht irgendwie den Kopf so, um mich anzuschauen, sondern habt den Nacken als Verlängerung des Rückens. Und strecken. Und strecken. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Bisschen hin und her schwingen. Schön. Dann wieder die Hanteln zusammenbringen über den Kopf und weiter geht's hier mit der zweiten Runde. Hoch und runter. Diese Overhead Extensions, also diese Verlängerung oder Streckung des Arms hier über dem Kopf. Hoch und hoch und hoch. Und hierbei ist immer der Core, also unser Bauch, Rücken und alles, ist alles mit engaged, also alles mit involviert so ein bisschen. Wir halten da die Spannung, damit wir nicht rumwackeln. So. Und 10 und 9 und 8 und 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2 und 1 und runter. Und für jetzt also haben wir keine Kickbacks, sondern wir lehnen uns quasi nach vorne, Arme sind gerade und einfach Arme gerade nach hinten. Hoch. Bis nach hinten, quasi in die Senkrechte hier und hoch. Und hoch. Und die Arme bleiben schön nah am Körper, also die flaren nicht so out, nicht so raus. Die gehen nicht nach außen, sondern die bleiben schön nah am Körper. Und hoch. Und der Rücken ist gerade, Leute. Knie können theoretisch durchgedrückt sein oder leicht geknickt. Alles so, dass ihr einen geraden Rücken behalten könnt. Und hoch. Und hoch. Und 10, 9, 8, 7 und 6, 5, 4, 3, 2,
Und zwei. Und eins. Handeln einmal kurz ablegen. Die Arme so ein bisschen schwingen lassen vielleicht. Was sich halt gut anfühlt, so ein bisschen. Oder, ups, nicht gegen die Wand schwingen. Ausschütteln. Den einen Arm, den anderen. Wenn ihr Durst habt, gerne noch mal einen Schluck trinken. Und dann kommen wir in die nächste Phase. Unseres Workout. So, wenn ihr bereit seid, greift auf eure Hanteln. Wir machen Lateral Lifts. Das heißt, wir heben die Hanteln seitlich bis auf Schulterhöhe und runter. Die Arme müssen dabei nicht komplett gerade sein. Ne? Wir haben so ein Microband, so eine ganz kleine Mikrobeugung im Ellenbogen. Und hoch und runter. Und runter. Und das Wichtige hier ist auch, dass wenn wir runtergehen, das Ganze immer noch kontrolliert ist. Ne? Wir wollen nicht diese runterfallen lassen. Nein. Langsam und kontrolliert hoch und langsam und kontrolliert runter. Und hoch und langsam runter. Auch hier wieder einfach in eurem Tempo natürlich machen. Wenn ihr leichte Weights habt, gerne schneller. Und wenn es super schwer ist für euch, könnt ihr auch die Arme weiter einbeugen und so machen. Dann sollte es einfacher sein. Und hoch und runter. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 und 2 und 1 und kurz halten. 5, 4, 3, 2, 1. Langsam runter. Da vielleicht mal so zur einen Seite beugen. Den Arm lang hängen lassen. Die Seite so ein bisschen stretchen. Zur anderen. Schön. Nächste Übung. Rows heißen die, also so rudern quasi. Wir kommen wieder in so ein Stance wie eben, also dass wir quasi die Knie leicht gebeugt haben. Po guckt raus, Rücken ist gerade. Arme hier hängen nach vorne und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hochziehen. Und wie ihr seht, wenn ich es von vorne zeige, die Ellbogen bleiben sehr nah, die Oberarme bleiben nah am Oberkörper und gehen nicht so raus. Nah dran bleiben. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5 und 4, 3 und 2 und 1. Jetzt machen wir Upright Rows, also das Rudern, aber hier vorne, wir stehen gerade, heben die Hanteln hier bis auf Brust, Schulterhöhe mehr oder weniger, Ellenbogen bleiben aber auch auf der Höhe und runter. Hoch und runter. Hoch und runter. Hoch und runter. Und 10, 9, 8, 7, 6 und 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Einmal kurz die Hanteln ablegen, gerne noch mal einen Schluck trinken. Sich nicht verschlucken dabei. Und dann die Hanteln wieder nehmen. Und jetzt machen wir Shoulder Press und diese Upright Row, eine Kombination. Das heißt, Upright Row, Shoulder Press, Press, Shoulder Press. Also hoch und hoch. Upright Row, Shoulder Press.
Und ihr solltet jetzt schon brennen in den Schultern merken. Ich merke auf alle Fälle was. Und die letzten 10. 9. 8. 7. 6. Danach sind wir fertig. 5. 4. 3. 2. Und das letzte Mal. Und geschafft. Hand unter Seite. Ihr habt es geschafft. Geschafft, geschafft. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Oh, lassen wir mal tief einatmen. Und ausatmen. Nochmal tief einatmen. Und ausatmen. Dann einmal hier den linken Arm über die Brust bringen und zur Brust hinziehen. Schulter runterdrücken, dass wir einen schönen Stretch in dieser Schulter merken. Und die andere Seite. Dann einmal die Finger hier hinterm Rücken so verzweigen und hochziehen, dass wir die Brust öffnen. Und dann einmal nach vorne beugen und so ein bisschen von links nach rechts bewegen. Das sollte sich echt schön anfühlen. Dann loslassen. Ein bisschen hin und her schwingen, die Arme gerne auf den Boden tun oder hängen lassen. Dann langsam aufrollen, Schultern kreisen, erst in eine Richtung, dann die andere. Einmal so ein bisschen breiter hinstellen, die eine Hand hier an die Hüfte bringen und dann der andere Arm so über den Kopf verlängern, dass wir so einen nice Stretch in der Seite merken. Und die andere Seite. Einmal so die Finger nehmen und so nach unten beugen, biegen quasi, dass wir einen Stretch im Unterarm haben. Einmal andersrum. Und die andere Seite. Und auch hier andersrum. So. Dann einmal hier, ich drehe mich um. Hier so, wenn es geht, wenn ihr könnt. Einmal den einen Arm hier so nach oben bringen und den anderen hier von unten dazu bringen. Und wenn ihr da aneinander kommt, dann gerne die Finger so verzweigen und so einen Stretch spüren. Wer da nicht hinkommt, einfach so bleiben. Oder vielleicht sogar hier so ein bisschen den anderen Arm runterdrücken stattdessen. So. Und die andere Seite. Okay. So, dann noch einmal hier den Arm. Einmal hier den rechten Arm immer so nach außen drehen, dass quasi der Unterarm so diagonal weg von euch zeigt. Strecken, so weiter in die Richtung nach hinten drehen und den Kopf so ein bisschen runterziehen in die andere Richtung, dass ihr so einen schönen Stretch merkt, der hier langlaufen sollte am Arm, vom Nacken in den Arm. Das Ganze auf der anderen Seite machen, den linken Arm so nach außen drehen, ein bisschen und das Gefühl, man wird ihn weiter nach außen drehen, den Kopf diagonal runterziehen in die andere Richtung. Und ihr könnt die Stretches natürlich immer so lange halten, wie ihr wollt. Dann danke ich euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Workout.
Bye.